meine lieben Freunde, gerade hier am Brandenburger Tor, die Polizei gerade mir vorbeigefahren. Streifenwagen ist natürlich hin und wieder mal am Start, um zu sehen, ob hier was läuft oder nicht. Aber ich sag mal so, die Bauer waren friedlich, die Spediteure sind es auch. Ja, also hier passiert nichts Ungewöhnliches. Die protestieren einfach nur für ihr Recht. Das dürfen sie. Mein Name ist J6, 6 all in the mix. Ich würde sagen, folgt mir auf diese Reise, auf eine weitere Reise. Vorne sind ein paar Musikanten, ja, Straßenmusiker. Man hört den Hintergrund, die Ampel muss weg. Oh, und da gibt es wieder Stress. Jetzt kommt die Polizei wieder dahin und will die Musiker wegjagen. Irgendwie dürfen die nicht spielen. Moment. So, die Kameraeinstellung ist jetzt besser. Die Polizei ist jetzt nach vorne gefahren und will den Musiker wieder wegjagen, weil er darf keinen Verstärker nutzen. Ah nee, die sind nicht zu ihm hingegangen, ich dachte. Weil sie gesehen haben, ich filme und ich komme jetzt auf sie zu. Schlau, schlau. Oder sie wollen ein bisschen Action haben. So, ich hoffe, die Musik ist nicht Copyright. Auf jeden Fall. Ah, die Polizei ist schon wieder mehr ein bisschen rumlungern hier. Wissen Sie, warum die jetzt so dynamisch ankamen? Wissen Sie nicht, ne? Okay. Ja, zwei Streifenwagen jetzt hier davor. Kollege mit der Box und vorne sind Leute, die am, ja, am Singen sind. Polizei vorne, Ausweiskontrollen. Die Ampel hat fertig, Schluss, aus, Ende. Nur wenn alle aufstehen, kommt die Welt. Die Ampel muss weg, das ist unser Appell. Die Ampel muss weg, denn sie ist kriminell. Die Ampel muss weg, besser heute als morgen. Die Ampel muss weg, die Ampel muss weg. Die Ampel muss weg, denn sie steht auf Rot. Die Ampel so, muss weg, hier wird ein bisschen gefeiert am Lagerfeuer. Ja, ein bisschen Lagerfeuer an den Seiten. Und der Track, die Ampel muss weg. Abend. Wie heißt das Lied? Die Ampel muss weg. Tolle Beats. Ich hoffe, das Ding ist nicht Copyright, sonst habe ich ein Problem. Ach, das ist immer dasselbe Lied. Okay. Aber ja, ist alles soweit so gut ruhig. Hier ist kein Stress. So, die Spediteure. Eine Musikbox an der Seite. Bisschen Lagerfeuer. Übrigens heute 19.21, der 19.01.24. Einige Wagen schon weg. Lastwagen, LKW. Ein paar sind noch hier. Die Polizei fährt jetzt irgendwie weg. So, wir gucken mal ganz kurz nochmal rum. So, ihr seht hier LKW, ein paar Wagen sind noch da, hinten, ganz hinten schon einige weg, nach Hause wieder. Abend. Ja, geil, im Auto, Mucke drauf. Und die Trecker sind natürlich treu, die Traktoren bleiben hier. Also das wollte ich nur mal ganz kurz zeigen. Hier war ja vorher alles voll bis nach ganz vorne. Jetzt ist hinten ein bisschen weniger. Freie Bauern.
Genau. Hier ist es nämlich so, dass sehr viele nach Hause gegangen sind. Mehr als die Hälfte sind jetzt nach Hause gefahren. Ich fand die Spediteure etwas schwächer als die Bauern. Die Bauern kommen ja noch am 21. Oder? Am 21. genau, da war ja was. Am 21. kommen die Bauern. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder was im Februar. Ja. Ihr seht, vorne noch mal ein paar Laster. Mehr als die Hälfte ist wieder nach Hause. Tonnen brennen. Ein paar Lagerfeuer, die jetzt gerade auch erloschen sind. Da hinten noch ein paar Wagen. Da ist noch ein, wie nennt man das? Streifenwagen, Polizei. Wir laufen trotzdem mal bis da ganz hinten durch. Müssen wir nicht, weil da keiner mehr ist so. Aber nur bis zur Kreuzung da vorne. So, ich stelle mich mal ganz kurz zur Tonne. Müsste noch heiß und warm sein. Ja, die Wärme spürt man hier. Die löschen dann natürlich immer alles, damit hier nichts weiterhin brennt. Wenn die sich da nicht mehr hinstellen, wird hier natürlich das Ding gelöscht. Kippen die Schnee drüber. Und dann, naja. Polizei hier vorne auch. Ihr seht hier, die Laster sind alle weg. Gestern, vorgestern war es ja richtig krass. Jetzt ist hier wieder leer. Nur die Traktoren sind da. Bis da ganz hinten hin ist alles weg. Ja. Alles nur noch hier vorne. Knapp vor den Brandenburger Toren. Kurz vor den Brandenburger Toren. Und ja. Es ist knackig kalt. Da hinten noch ein paar Traktoren. Ihr seht's. Aber die LKW, die Brummis, die Brummer sind weg. Alle weg. Ja, sodass ihr seht, ich gebe euch immer die neuesten Updates von Tag zu Tag. Ab morgen bin ich tatsächlich in Belgien, bis zum Montag. Aber dieses Video produziere ich euch gerade vor. Wenn ihr das seht, das Video ist vom 19.01. und noch ein paar andere Videos. Sodass ihr jeden Tag 1 bis 2 Videos zu sehen bekommt und ich sie hochlade, online stelle. Denn wenn ich nämlich weg bin, werde ich da auf jeden Fall nochmal versuchen, was zu filmen. Vielleicht, ich habe da irgendwie was gehört, Holländer und Belgier protestieren auch, aber das zeigen sie nicht in den Nachrichten. Deswegen war es mir sehr wichtig, auch mal dahin zu fahren. Um ein bisschen was anderes zu sehen außer Berlin jetzt hier im Winter. Geht mir auch auf den Sack. Habe ich euch alle schon in anderen Videos gesagt. Ja, ich fahre nach Belgien, nach Brüssel besser gesagt, in die Hauptstadt Belgiens und schaue mir an, was da für Proteste sind, was da so los ist. Ich hoffe, es lohnt sich. Wenn nicht, ist es egal, habe ich einen kleinen Kurztrip gemacht für 2 Nächte und Tage. Und dann, ja, die Polizei ist natürlich hier an den Ecken überall. Mehrere Mannschaftswagen. Ja, und wenn was ist, komme ich ja eh wieder. Am Montag, Dienstag komme ich wieder, spätestens Dienstag. Ich komme am Montag nachts früh an. So gesehen ins Dienstag rein. Und dann geht es hier natürlich weiter bis zum 28. Und dann gibt es wahrscheinlich auch schon viel, viel mehr neue Sachen. Was geht bei dem Typ eigentlich? Der Typ ist erstmal umgekippt. So, Polizeistreifen waren. Lagerfeuer nochmal hier. Es ist ja weiterhin nichts mehr passiert. So, das ist der neueste Update am 19.01. Ganz, ganz viel Polizei inzwischen. Das war's. Wir gehen wieder nach vorne. Wir gehen wieder nach vorne. Und ja. Ihr habt euer Musikvideo beendet? Habt ihr erfolgreich zu Ende gebracht? Ja. Ja? Ja, cool. Ich dachte mir auch, DJI, ihr seid ja professionell unterwegs, ne? Stark. Sehr cool. Wo ist der andere schon nach Hause, ne? Der holt jetzt raus. Ah ja, okay. Ja, dann schönen Tag, schönen Abend. Ja, auch. Ja. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Das waren die Kollegen, die die Tracks rausgebracht haben, die Musik gemacht haben. Heute mit der Drohne aufgenommen. Ein paar Aufnahmen gemacht hier. Ich bin sehr gespannt auf die Mucke. Schaue ich mir an, das Musikvideo. Die Ampel muss weg, heißt der Track.
Wenn man das auf YouTube eingibt, findet ihr wahrscheinlich was. Aha. Die Bauern machen wieder Stress. Aha. Der zieht komplett durch. Ja, und auch heute wurden ein paar Politiker ausgebuht auf der Bühne vorhin. Im letzten Video. In den letzten Videos, besser gesagt. Kundgebung für die LKW-Fahrer. Hier sind auch nochmal die Medien. DW. Da ist sogar eine Frau, die gerade sich keine Ahnung vorbereitet. Fast alle filmen mit einem Handy heutzutage. Seht ihr, wie es ist. Und interessant auf jeden Fall zu sehen. Hier nochmal Medien. Also mal gucken, woher die kommen. Auch sehr viele internationale Medien. Sie ist auch, glaube ich, international. Irgendwo von wo, keine Ahnung. Die haben jetzt auch Englisch gesprochen. Guys, where are you guys from? Which media? This, we are from Hungary. Hungary, okay, Ungarn. Yeah, okay, sehr gut, super. Nice. And she's from you guys? Or she's solo? Maybe Deutsche Welle. Ah ja, DW, jetzt verstehe ich gerade, okay. Ah, okay. I ask because I don't watch TV since 12 years. Okay. Only YouTube. Hey, good evening, guys, YouTube, bye. Also, Ungarn ist auch hier heftig. Also aus allen Bereichen hier. Ja, Ungarn. Deutsche Welle, weil die Frau, die einsam da an der Ecke war mit ihrem Handy, das sind schon, ja, Deutschland hat kein Geld mehr. Ne? Selbst für die Medien nicht mehr. Die Frau musste alleine mit dem Stativ filmen, Mikrofon auspacken und ihr Ding machen. Hauptsache Peru, 300 Millionen. Das sieht auch gut aus hier mit den Kollegen vor dem Truck, vor dem Trecker. So, und ich würde sagen, dann hat sich das auch das alles hier erledigt für heute. Die Spediteure sind nach Hause gefahren. Guten Abend. Guten Abend. Und tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Weiterhin viel Erfolg. Ihr kommt ja wieder. Hoffen wir. Ihr kommt ja wieder. Die Jungs sind wahrscheinlich nur kurz nach Hause gefahren. Oder was heißt hoffen wir? Ich meine, ihr seid ja bis zum 28. hier. Welche Jungs? Die Spediteure? Ach, seid ihr nicht? Wissen wir nicht. Kann man nichts zu sagen. Da haben wir keine Ahnung von. Alles klar. Ciao, ja? Ciao. Denkt dran, Hauptsache 300 Millionen. Für Fahrradwege. In deiner Heimat. Ja, sehr gut. Ja. Oh Mann. Die waren jetzt okay, die wollten jetzt nicht reden, aber gut. Es will ja nicht jeder mit mir reden, so ist ja alles cool. Jeder ist anders. Die Leute sind immer unterschiedlich eingestellt. Einige mögen mit Migranten nicht reden oder die so aussehen wie ich, wollen die nicht reden. Ja gut, das war's. Ich möchte mir auch keine Videos aus dem Arsch ziehen. Von daher glaube ich schon, dass ich immer vernünftig recherchiere und mit Leuten Umgang habe, Leute auch aussprechen lasse, auch direkt filme und mir auch anhöre, was sie zu sagen haben, damit ihr auch alles so dargestellt bekommt, wie es auch ist, wie es in dem Moment war. Ich dichte nicht dazu. Ich schneide nichts raus. Das Einzige, was manchmal der Fall ist, ist, dass ich manchmal so knifflige Fragen stelle oder so lustig versuche lustig zu sein. Was mir öfter nicht gelingt, aber ja, so ein bisschen Spice up, ne? Ich versuche dann auch so ein bisschen auch das, was ich auch gut kann, Wasser ins Öl zu kippen, um ein paar Reaktionen herauszukitzeln. Aber die Jungs und Mädels sind hier auch sehr viele Intellektuelle unter ihnen, die sind nicht dumm. Ja, also die sagen dann nicht gleich, ja, lass uns die Regierung stürzen, sondern die sagen immer, die bleiben friedlich. Ne? Also die sind wirklich friedlich. Die Leute haben hier ein Ziel und das Ziel ist wirklich zu überleben. Die wollen nichts anderes. Die wollen einfach nur überleben und die wollen die Motivation beibehalten. Die Bauern und die Spediteure und die paar anderen Leute da. Die wollen einfach nicht mehr umsonst arbeiten. Ja. Verstehe ich irgendwo. Keiner will umsonst arbeiten. Ja. Deutschland wird so langsam wach. Wir gehen mal ganz kurz wieder an den Toren vorbei.
Und ich beende hier mit meinem Video. Vielleicht kann man noch mal gucken an den Tonnen da vorne. Heute bei dem bei der Kundgebung haben sie auch ein bisschen was hinterlassen, aber auch wieder minimal. Schaut mal, ich sehe nichts auf dem Boden. Alles super sauber. Man sagt immer, die Deutschen protestieren professionell. Die hinterlassen keinen Dreck. Selbst bei den Protesten, selbst wenn die sauer sind, ist das trotzdem sauber hier. Ja, so viel Anstand haben sie. Also komplett aggressivfrei, ne? Also komplett friedlich und sauber. Hier die Tonnen. Ist jetzt nur die eine Ecke, die jetzt voll ist. Aber der Rest ist wirklich sauber. Ja, die protestieren, werfen nichts auf den Boden. Das ist schon heavy. Ein paar Dinger jetzt. Ist nichts Besonderes. Jetzt. Ist jetzt nicht so wie bei der Love Parade, wo alles verdreckt ist dann. Die Spediteure waren clean. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt wieder durch die Tore zurück zur S-Bahn. Ja. Die mächtigen Brandenburger Tore. So, auf der Seite wie immer Tourismus. Die Touristen juckt das alles nicht, die machen ihre Fotos, gehen wieder ins Hotel. Irgendwie ist das Leben dann irgendwie für jeden individuell, so wie er es ja gerade vorstellt, wie er sich für sich selbst vorstellt. Jeder verfolgt seine eigenen Ziele. Gut, Touristen können nichts dafür, die machen ihr Ding. So, um nicht mehr zu viel Scheiße zu erzählen, würde ich sagen, das war's. Ich danke euch. Komm, gehen wir nochmal kurz nach vorne. Ah, hier, guck mal, hier, die Absperrung ist wieder da, die Gitter. Die Absperrgitter sind wieder da, weil am 21. geht's wieder los. Die Touris, Alter. Es ist noch sehr kalt. Mitte Januar. Ein paar Migranten, die ein paar Fotos machen. Das Adlon. Die Absperrung gelockert wurde hier. Ja, es bleibt spannend dieses Jahr. Was noch so alles auf uns zukommt, habe ich auch schon tausendmal gesagt, das Ding. Aber ihr seht, die Lage ist ernst. Ernst. Die Lage ist ernst. Ich gehe da mal kurz rein, hol mir einen Tee. Bei Starbucks, bei dem Imperialismus. Starbucks, Kapitalismus. Ja, Taxis sind auch noch am Leben, halbwegs. Fehlt nur noch, dass die Taxifahrer auf die Straße gehen. Vielleicht kommt es ja auch noch, dass ihr auf die Straße geht irgendwann. Ja. Wäre langsam an der das wär, ja. Was denken Sie? Das wird ja so eine Art Kettenreaktion. Dann kommen ja auch immer mehr Leute dazu. Weil alles wird teurer. Ich überlege mal bei euch, wie ihr über die Runden kommt, weil es gibt ja immer mehr Uber, Bolt, was soll das? Gar nicht. Immer mehr Zeugs. Ja. Was sagen Sie zu dem ganzen Geschehen hier mit den Spediteuren und den Bauern? Ist das alles so richtig? Ich meine, das Recht haben Sie ja, jeder. Ja. Alles gut, ich habe Sie verstanden. Ja. Schönen Abend, danke Ihnen. Ciao. Die Taxifahrer am Brandenburger Tor haben es natürlich auch zu kämpfen, weil die müssen auch irgendwie leben. Keiner nimmt mehr ein Taxi, so wirklich. Viele jetzt nur noch mit Uber, Bolt und hast du nicht gesehen. Das ist denen natürlich auch nicht so cool für sie. Weil, ja, die Gelder gehen flöten. Irgendwelche amerikanischen Firmen kommen her, machen sich breit, nennen sich Uber und Bolt. Und dann, keine Ahnung, diese ganzen E-Scooter zum Verleih auch an den Ecken. Und die Taxifahrer, die gehen leer aus. Ich glaube, das Business ist schon lange nicht mehr so gut wie früher. Vor allem dieses Taxi-Business. Fast jedes Taxi heißt Free Now heute. Die müssen kooperieren mit den Apps, sonst kommen die nicht weiter. Das finde ich auch irgendwo ein bisschen traurig. So. Das war's jetzt mit dusselig Quatschen. Ich bin J6. Six All in the Mix. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Und ja, ich halte euch auf den Laufenden. Die ganzen Updates kommen weiterhin. Danke und tschüss. Grüße aus Berlin-Brandenburger Tor.